Hund trinkt viel war ein Suchbegriff bei Google. Ja, und wie bekommen Sie denn nun heraus, wie viel Ihr Hund an Wasser zu sich nehmen sollte? Bleiben Sie dran, die Info, die kommt gleich. Sie stellen fest, der Wassernapf ist auf einmal immer leer und früher hat Ihr Hund gerade mal vielleicht ein Viertel von dem Wasser getrunken. Es kann natürlich sein, dass Sie ihn anders ernähren, dass Sie zum Beispiel von Nassfutter auf Trockenfutter umgestellt haben. Da kann es sein, dass Ihr Hund auf einmal fünfmal so viel trinkt. Entsprechend ist es halt auch umgekehrt, wenn Sie von Trockenfutter auf Nassfutter bzw. auf eine Rohfütterung umgestellt haben, dass Ihr Hund nur noch ein Fünftel des Bedarfs an Wasser hat. Es gibt dazu eine ganz interessante Checkliste. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Da ist ganz genau aufgelistet der Wasserbedarf der entsprechenden Rassen bei einer Trockenfutterfütterung und eben Fütterung durch Nassfutter. Dann auch noch so ein bisschen eingeteilt, mit was für einer Schulterhöhe und was für ein Gewicht man dann eben ausgehen kann. Es gibt ja dann auch manches Mal Rassehunde, die dann doch ein bisschen kleiner sind, ein bisschen größer. Also da muss man noch mal ein bisschen dann ab- oder zurechnen, eventuell. So haben Sie jedenfalls eine Anhaltsangabe, wie viel Ihr Hund an Wasserbedarf pro Tag hat.